Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon aus der Reignited Trilogy. Ich habe jedes Mal Probleme, diesen Namen auszusprechen. Ja, wir sind hier in Frostaltar, beziehungsweise Frostaltäre oder sowas. Ich bin auch sehr froh, dass ich gerade mir nochmal meine Tonspur angeguckt habe, denn irgendwie war der Pegel von meinem Mikrofon auf volle Pulle. Und das wäre alles total übersteuert gewesen. Aber ich habe es zum Glück gesehen. Deswegen haben wir jetzt nicht die Dame hier, die Gabriele oder Gabrielle, quatschen hören. Aber die will uns halt nur sagen, dass sie uns hier für die Zeit im Level eine Spezialkraft geben wird. Nämlich einen Eis. Boah, die Musik ist ja voll fancy. Interessant. Gefällt mir aber auch irgendwie. Hey. Also sie ist schon Also die alte war ja sowieso schon so ein bisschen... Ich nenne es mal einfach mal fancy. Und hier ist das irgendwie noch mehr. Aber ich finde das gut. Ich mag das. So, dann erzähl mal, guter Mann. Wie heißt du denn? Ein Bär hat uns zum Schutz vor Rhinoxen ein Laserverteidigungssystem verkauft. Aber mit diesen Flossen kann ich es nicht einschalten. Für dich dürfte es aber kein Problem sein. Geh einfach hinein. Wenn du fertig bist, drück Aktion, um wieder rauszugehen. Das ist süß. Ja, mit meinen Flossen geht das leider nicht. Der Alex. Gut. Erstes Hindernis ist überstanden. Oder wenn man das so nennen kann. Lass mich in Ruhe. Wir haben heute übrigens den 10. Ich wollte gerade sagen, den 10.10. Wir haben den 10.1. Also auch wieder sehr frisch dieses Video. Ich werde das heute hochladen, also werdet ihr das Stunde oder anderthalb, nachdem ich das hier gemacht habe, werdet ihr das sehen. Haha. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Yeti-Kampf wird. Ich gehe mal von dem Schlimmsten aus. Dankeschön. Nein, da hätte ich doch... Ach, ficken, ey. Da hätte ich doch so hochkommen können. Verdammt. Oh, der sieht ja auch lustig aus. Süß. Justus und ich haben Schneemänner um die Wette gebaut, als die Zauberin sie mit einem Spruch zum Leben erweckte. Seitdem stampfen sie herum, bauen Eiswände und machen jede Menge Ärger. Haben die unterschiedlich gefärbte Haare? Ich meine, der andere hätte eine andere Farbe da oben gehabt. Aber das Blau gefällt mir. Oder Türkis. Ja, das ist doch um einiges... gruseliger, das Schreien von denen, als im Original, weil da war das mehr so ein... Wah! Ja, hallo. Tja, ob ich da jetzt nochmal hinkomme? Mal war es nicht, mal war es nicht. Yo, ist klar, mein Bruder. Es wäre einfacher, an den Schatz da oben ranzukommen, wenn du etwas zum Draufstellen hättest. Ja, ich nehm dich mal, ne? Ach, das ist dem egal. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass der Elefant eigentlich dafür gedacht war. Hast du eigentlich noch was zu... Nö, hast du nicht.
Eis kann man auch hier gar nicht so gut erkennen, ne? Weil das hier an der Wand gefällt mir auch sehr gut. Dass das so schimmert, so ein bisschen Perlmutt-mäßig. Aua. Ey, du Penner! Du Penne! Ich werde es nie wieder machen. Es tut mir leid. So, wir werden jetzt gleich direkt den Kampf machen. Da habe ich auch schon voll Bock drauf. Nicht. Ach komm. Da steht da. Willkommen, verehrter Drache. Bentley. Huch. Was ist los, Spyro? Ah, Spyro, ich habe gerade eine Nachricht von meinem kleinen Bruder bekommen. Scheint, als hätte er ein Problem mit einem Yeti. Er hat blaue Füße. Das macht mir ein bisschen Angst. Der blöde Yeti hat meinen Ball. Ich habe ihm gedroht, dass du ihm in den lausigen Hintern trittst, aber er hört nicht. Gegen den Yeti kämpfen. Ja, ich glaube, wir müssen in zwei Runden müssen wir den K.O. boxen, ne? Oder ich wusste, in einer? Dass du es machst. Nee, in zwei. Zeig ihm, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Block seine hohen Schläge ab und triff ihn niedrig, wenn er versucht zu blocken. X für einen Körperschlag, Kreis für einen großen Haken, Dreieck, um oben zu blocken. Bentley blockt tiefe Angriffe automatisch. Okay. Was ist das jetzt? Schnellen Stoß, Körperschlag, großen Haken, zu blocken. Ja, ich weiß. Ihr habt mir das eben schon mal gesagt. Oh Gott, ey, das ist... Habe ich gewonnen? Habe ich die Trophäe? Also nicht Trophäe, sondern... Du hast es ihm echt gezeigt. Hey, warte mal. Das ist gar nicht mein Ball. Was ist... Ach so. Kommt ja noch mal was. Grrr. Gleich noch mal in den Hintern treten. Bring mir meinen Ball wieder. Dieses Mal gibt es 3 Runden. Ja. Und wenn du gewinnst, lass dir nicht wieder so ein dummes Ei geben. Okay. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es da 2 Eier gibt. Wir haben so große Hände, ne? Mit der Musik los. Okay. Nur noch 2 Runden. Du machst das super. Muss ich den, oder musste ich den in der ersten Runde direkt kaputt? Ich meine, ich hätte 2 Runden Zeit. Wie viel wird das jetzt? Okay, der hat die Hälfte. Das sollten wir hoffentlich hinkriegen, wenn das genauso läuft wie gerade.
weiß, ich bin nicht sonderlich gut dabei. Aber ich versuche mein Bestes. Ich hoffe mal nicht, dass es hier noch andere, also so trophäenmäßig hier noch irgendwas gibt. Yes! Reicht das oder muss ich denn wirklich in der ersten Runde? Hey, ja! Das ist nicht mein Ball! Nur wieder so ein blödes Ei! Und damit wäre wieder mal bewiesen, dass das Spiel einfacher ist. Weil halt First Try, ne? Kunstgalerie freigeschaltet, da werden wir doch mal direkt reinschnuppern. So. Spyro the Dragon, Year of the Dragon, Spyro the Dragon, ja. Da haben wir einmal das Cover. Ich glaube, das ist das Ami-Cover. Ne, ist auch das Deutsch. Ich weiß es jetzt gar nicht. Na egal, auf jeden Fall haben wir hier dann Sheila und Agent 9. Agent 9 haben wir noch gar nicht gesehen. Die Konzeptzeichnung davon. Da... Ich glaube, Sheila hat da gar nicht so eine extreme Wespenteile. Oder es sieht natürlich nur so aus, weil der Arm da so hängt. Ich glaube, da ist es nicht ganz so extrem. Dann hätten wir immer Bentley, mit dem wir gerade unterwegs sind, und den Wachmeister James Byrd, der mir sehr gut gefällt in dem Teil. Also vom Design her mit dem Helm und dem mit der Karte da drin und so. Dann haben wir Jäger mit, das Skaterjäger und die Bianca mit ihren langen Hasen. Ohren mit ihrem Zauberbuch. Jäger sieht irgendwie mega verpeilt aus. TNT-Ratte aus, ich weiß gar nicht mehr, wie das Level heißt. Also ich bin hier im dritten Teil, bin ich mir sehr unsicher, wie die Level heißen. Irgendwas mit Eis, Gletscher, keine Ahnung. Tukan. Weiß ich jetzt auch nicht, wo der her ist. Der fliegende Gecko. Ist ein fliegender Gecko, what the fuck? Das ist aus dem Zaubertürme, hieß der, glaube ich. Da, wo wir auch mit Sergeant Bird rumfliegen konnten. Heißt er jetzt überhaupt Sergeant Bird? Ich glaube schon, ne? Also hier heißt er zwar Wachtmeister Bird, aber ich meine, der hätte auch den Namen Sergeant Bird. Und Kroko aus dem komischen Leveln mit den Franzosen. Schützen und TNT-Dino, die haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Die kommen erst im nicht Wintertundra, sondern Mitternachtsberg. Ja, da kommen die erst. Rechte Dino hat auch lustige Augen, gefällt mir. Dann haben wir das Riesenhuhn aus Villa Sonne, die Kuh mit Schild von dem Querfeld Einring, heißt der, glaube ich. Nee, Querfeld Einstrecke. Entschuldigung. Schweinepilot, auch von der gleichen, und ein irrer Ed. Weiß ich nicht, wo der her ist. Prinzessin Amy? Weiß ich nicht. Ach, das ist hier von, das müssen wir auch noch gleich machen, das Level. Irgendwas mit Grat. Irgendwas mit Grat. Katzenzauberer und Katzenhexe. Dann haben wir den ägyptischen Hund und den römischen Löwen. Also der ägyptische Hund kommt auch erst später. Römischer Löwe. Ich hätte das besser gefunden, wenn die das so sortiert hätten, dass man erst das sieht, wo man quasi ist. Also, wisst ihr, ne? Wisst ihr nicht? Doch, wisst ihr schon. Römische Löwe auch aus Villa Sonne. Rapunzel auch aus Villa Sonne, genau. Der Kolibri von Sergeant Birds Dingsbumster. Und der Bambusterrassenpanda. Genau, da haben wir den Frostaltar Schneemann, wo wir auch gerade sind. Den fliegenden Biber. Das ist falsch geschrieben. Biber wird nur mit I geschrieben. Ohne E. Das ist ja nicht der Justin Biber. Kristallbär. Wo kam der denn her? Ach genau, auch da, wo der fliegende Biber herkommt. Da kommen wir auch noch hin im Mitternachtsberg. Ich glaube, das heißt so. Ich bin mir immer unsicher.
Spukende Sümpfe-Moskito, spukende Gruft-Schakal, da kommen wir auch noch hin. Und der Riesenskorpion, da kommen wir auch noch hin. Oh, wie süß! Das Lustige ist, sie sehen eher aus wie Raupen. Also jedenfalls die Dicken in der Mitte. Also von der Farbe her finde ich den, in der ersten Reihe den dritten am besten. Und vom Design her... eigentlich unten in der letzten Reihe den zweiten. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie My Little Pony, muss ich dazu sagen. Naja, gut, das wäre der erste Teil der Kunstgalerie gewesen. Und jetzt machen wir mal hier im Level weiter. Wow. Platzt der eigentlich? Nee, ne? Der ist dann einfach weg. Doch, ist wohl geplatzt, aber nicht mit dem typischen Platzgeräusch. Ich meine, im Original wäre der so geplatzt. Dann können wir jetzt gleich auch mal die kleinen Elefanten abfackeln. Die machen gar nicht. Oh! Brüb! Bleib doch mal stehen! Oh. Süß. Musik ist super in diesem Level. Gefällt mir richtig gut. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin und holen uns mal unsere, ich wollte gerade sagen, unsere Kugel. Aber was kriegen wir denn hier? Die Musik ist gerade auch ein bisschen höhlisch geworden. Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm ruhig das hier. Ach, das Ei, genau. Die Genoxe wollten es mit dem Laser frittieren, aber du hast sie gestoppt. Und die haben auch unterschiedliche Haare. Jana. Bitte. Platsch, platsch, platsch. Hier gab's, glaube ich... Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du sicher weißt, sind die Frostaltäre der Geburtsort der Sportart Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig ein Ticket, das ich mit einer klitzekleinen Preiserhöhung verkaufen würde. Wer läuft da? Platsch, 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 platsch. Ich sag mal 500. 800, bist du das? Wahnsinn. Nein, Spyro, das sollte ein spannendes Spiel werden. Ehrlich gesagt, ich habe sogar auf das Rinox-Team gewettet. Ich hoffe nur, dass das Heimteam keine Unfälle in letzter Minute hat. Ja, ja. Oh. Das war aber vorher nicht in der Höhle. Das war unter... Das war zwar in so einem... Ich nenne es mal Kessel. Weil da waren, glaube ich, links... Also rundherum waren hohe Sachen. Nur oben war, glaube ich, Himmel. Aber das ist natürlich eine sehr schöne Änderung. Gefällt mir. Ich habe einen Rinox zu einem Katzenhockeyspiel herausgefordert. Aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Natürlich. Super. Friere die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu punkten. Okay, schubse sie in das blaue Tor. Der erste Spieler mit 5 Katzen gewinnt. Okay. Map.
Nein! Falsche Richtung. Jetzt habe ich dem einen reingemacht. Das ist ja nicht so toll. Du kommst direkt mit. Ja, dann spackt er halt ein bisschen ab. Nein, 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 nein. So, Gottes Willen. Du verdienst es, den Pokal zu behalten. Gab's denn nicht noch eine zweite Runde? Bah. Ah, das war das, glaube ich, Schäfchen, ne? Nicht? Gab's hier noch? Über die Dächer und Fragezeichen, Fragezeichen. Ich lass das mal hier jetzt so. Nun. Da hat sich irgendwie der Sound von unserem... Ein Dutzend Eis gekühlt. Da hat wohl sich der Sound von unserem Fuzzi da aufgehängt, als er in das Tor reingelaufen. Da sollen wir hin? Okay, hat gepasst. Ah, hier ist das eine Ei. Das andere ist dann oben. Das ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir da oben hin? Ich weiß jetzt gar nicht. Haben wir überhaupt noch... Man braucht den da, ne? Man kommt da sonst nicht anders hin. Oder? Oder kommt man da von dem Ding da hoch? Nee. Von hier aus kommt man da nicht hin. Kann man dich benutzen? Ja, das könnte... Ja, okay. Ich dachte, ich hätte das Level nochmal verlassen müssen. Okay, da haben wir das. Da liegen noch welche. Und dann haben wir da hinten das Ei. Das letzte. Und hier sollten auch die letzten Edelsteine eigentlich sein. Nicht. Dann habe ich wieder irgendwo welche fliegen lassen. Cecile. Dieses Matschgeräusch, ne? So, Sparks. Da hinten. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken durch den Blitz von Zoe, ne? Es ist okay. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Da oben war ja auch noch was. Entschuldigung, total vergessen. Gut, dass wir Sparks haben. So, du musst jetzt leider nochmal herhalten. Tut mir leid. Ah, hier hinten noch? Ah, ne? Verstecken, ne? Ist klar. Huch. So, und dann einmal hier rum. So. Da haben wir dann auch die 600. Das heißt, wir haben dieses Level wieder abgeschlossen. Haben wir doch fast eine halbe Stunde hier gebraucht. Gut, dann... Ach, wir müssen ja noch mehrere Level machen. Jetzt weiß ich nicht, es kann jetzt sein, dass Jäger gefangen genommen wird. Dann können wir nicht mehr zu dieser komischen Flotte, weil da gab es ja dieses Skateboard-Spiel.
Okay, Jäger ist doch noch nicht gefangen genommen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal direkt in die verlorene Flotte. Weil dann können wir vielleicht noch das Level mit Jäger machen. Bevor er gefangen genommen wird und wir ihn, glaube ich, erst später beim Mitternachtsberg wieder freilassen können, irgendwie. Pass hier gut auf, kleiner Drache. Es gibt mehr Geister in dieser Werft, als ich zählen kann. Ein echter Jammer ist das. Ich war ganz nah dran, meinen Schatz zu finden. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von der Musik. Ist das nicht die Sheila-Musik? Was hat die hier in einem Level zu suchen? Aber irgendwie anders. Ich muss mal gerade... Nee, Quatsch. Das da. Ich weiß nicht, irgendwas passt nicht. War hier nicht eine andere Musik? Es irritiert mich voll, dass hier die Musik ist. Aber mir gefallen hier die Korallen? Keine Ahnung, diese komischen Dinger hier. Ich bin immer noch verwirrt. Also sie ist nicht ganz so wie Sheilas Level, glaube ich. Ich glaube, mein Schatz liegt in der Richtung. Aber wir müssen mitten durch das Schiff, um dran zu kommen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt hier erstmal Krabben abschießen. Töten! Da war's. So, hier unten war auch noch einer. Seht ihr wieder, wie schön ich synchronisiert habe. Stirb! Ich komm nicht höher. Zieh hoch! Ich kann nicht. Es ist aus Pappe. Ach komm, leck mich doch. Hier gibt's doch irgendwo noch ein anderes. Achso, ich muss ja hier das Schiff noch kaputt machen. Die auseinanderfallen, ne? Die Schildkröten, wollte ich gerade sagen. Die Krabben. Das war nicht so. Ich will dich wenigstens einmal treffen hier mit dem Ding. So. Noch nicht mal Insta. Instant. Suppe.